Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse, Mann! Halt die Fresse! Okay. Endlich gibt diese Kacke Ruhe. Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Storm Silver. Im letzten Part haben wir gerade so... Moment. Kingstone, da können wir eigentlich schon Fleckmon entwickeln. Fange ich mit Fleckmon? Nee. Im letzten Part haben wir, wie gesagt, diese Fleckmon-Höhle erreicht und wir müssen jetzt natürlich die Team Rocket-Mitglieder vergraulen, indem wir gegen sie kämpfen. Mit Karinea. In dem Fall Tuska. Oh, mein geliebtes Ilzylo, du warst so ein gutes Viech. Jetzt muss ich dich ausschalten. Wir versuchen es mit E-Zone. Jetzt wird es auch relativ gefährlich. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier mit Metal Sound rein, senken seine Spezialverteidigung hoch, sodass eine Donnerschock-Attacke ausreicht, um es auszuschalten. Ja, jetzt müssen wir es ausschalten, ganz klar. Das wird gefährlich, das wird gefährlich. Donnerschock. Es reicht nicht aus. Und es senkt weiterhin unsere Genauigkeit, womit wir dann wieder keinen Gegentreffer leisten können. Aber trotzdem treffen wir. Sehr gut gemacht. E-Zone. Ready Level 16. Und Level 25 für E-Zone. Jetzt kommt Nidorina. Da würde ich vorschlagen, schicken wir wieder Randy rein. Ich denke, Nidorina hat keinen effektiven Angriff, aber... Nee. Gut. Da würde ich erstmal wieder auf Genauigkeit gehen. Und dann schaffst du vielleicht alleine. Okay, 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 das wird knapp, das wird knapp. So, ein Trank für dich. Und ich glaube, ich gebe dir gleich noch einen Trank, oder? Ne, wir gehen nochmal mit Mudslap rein. Damit es wirklich nichts mehr gut treffen kann. Oh, oh, okay, jetzt wird's gefährlich. Wir gehen nochmal lieber mit einer Portion rein. So, jetzt sind wir auf einer sicheren Seite. Touché! Wir setzen Pursuit ein. Beziehungsweise Verfolgung. Und wir machen fast gar keinen Schaden. Wie gedacht, scheiße. Dann machen wir es eben so. So, dass es einfach nichts mehr treffen kann, Leute. So einfach geht es. Oh oh. Oder auch nicht. Jetzt musst du gewinnen. Scheiße. Pursuit. Und yes! Okay, das gibt fette EXP-Punkte. Gut. Sehr schön. Ausgezeichnet. Und jetzt kommt Lance. What do we have here? I'm often labeled as the scariest and cruelest guy in Team Rocket. I strongly urge you not to interfere with our business. Proton alias Lance. Er fängt mit einem Voltoball an. Oh ja, Zoroxy, gute alte Zeiten. Irgendwie sehe ich alle meine alten Teammitglieder in ihrer Vorentwicklung, in ihrer Kinderphase. Vor uns will ich mein ganzes altes Team wieder haben. Die haben mir in Pokémon Saphir so geholfen, das muss ich nochmal gesagt haben. Also ihr habt da wirklich top Arbeit geleistet, meine Abonnenten und Let's Player und Freunde und 0815 Leute und was weiß ich. Also, gut ab. Ich glaube, jetzt werden wir wieder keine Paralyse nachgeschoben. Nein, Gott sei Dank nicht. Dann räumen wir mit mehreren Sound rein. Oh. Das war doch ein Intelligenter gewesen. Ich hätte doch geheilt. Aber ist in Ordnung. Magnetilo hat gerade so überlebt. Dann werden wir seine KP jetzt wieder voll auffüllen. Mit einer Super Potion. Und dann machen wir die Schlappen fertig, würde ich vorschlagen, ne? So, denn. Jetzt werden ein paar Ärsche aufgerissen. Verdammt nochmal. Ah, machen wir es halt nochmal. Gehen wir nochmal ein paar Heiler rein. Okay. Das regt mich so auf mit dem Drecksangriff, ey. Drecksbark, ey. Kreideschrei bringt dir leider nicht wirklich viel, weil du eben auch speziell ausgelegt bist. So. Und ein letztes Mal Donnerschock. Voltoball ist besiegt.
Alles klar. Jetzt kommt Coughing. Da tauschen wir nicht aus. Wir bleiben lieber drin. Randy kriegt eh bald wieder ein neues Level ab, dann passt es schon. Wir setzen Donnerschock ein. Und machen ordentlich einen Moment, ich muss meine Brille runternehmen. Mother of God! Das Viech kann Flammenwurf! Oh, jetzt kommt wieder so ein blödes Tuska. Tuska wäre viel cooler, wenn es mein Team wäre. Okay. Nahenrakete? Nee, das war Nidenranke. Oh, das wird gefährlich. Scheiße. Das hat mich gecrittet. Oh, oh. Oh, oh. Randy, das musst du jetzt gepackt haben. Oh, Randy! Oh, Gott sei Dank, du hast meinen Arsch gerettet. Feint Attack. Das ist sogar noch besser als Pursuit. Warte mal, nein, 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 nein. Don't give up. Oh Gott, das wäre es jetzt gewesen. Forget a move. Defensiv Feint, genau. Alles klar. Oh, fuck. Jetzt kommt Zubat. Das wird ein knappes Rennen, Leute. Scheiße. Die gehen wir jetzt vor. Zubat noch. Komm, Zubat noch, Mann! Biss. Scheiß auf Toxic. Scheiß drauf, du gehst eh bald baden. Dann will ich versuchen, es zu töten. Mit einer Bissattacke. Komm schon, wir sind fast fertig. Es kann Gigas Aura. Aua. Wieso ist das Vieh so brutal? Fuck. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Schon allein, weil es Flügelschlag kann, haben wir ein Riesenproblem. Ja. Wenn wir das schaffen, dann fresse ich einen Besenstiel. Nee, das war klar. Fuck. Oder doch? Wenn es jetzt nicht angreift, wenn es jetzt wieder Toxin einsetzt, hätten wir eine Chance. Und zwar mit Sondersensor. Nein! Nein! Mann! Togepi, du hättest mir retten können! Oh Mann, missgleich, Leute. Auf ein neues, Leute. Er fängt wieder mit allen Voltorb an. Und Randy ist dieses Mal voll gut dabei. Wir setzen am besten wieder diesen Matt-Dingspunkt rein. Damit wir A gut Schaden machen und B die Genauigkeit von Voltorb senken. Und das wiederholen wir jetzt ein paar Mal. Bis es wirklich nicht mehr treffen kann. Aber es trifft immer noch. Okay. Okay, Randy, das schüttelst du sehr gut ab, by the way. Erstmal Hut ab, Hut ab. Und wir setzen eine Feint Attack ein. Vielleicht reicht dieser Angriff schon aus. Nicht ganz, okay. Noch einmal Feint Attack und das war's. Voltorb ist besiegt. Oh Gott, wann hat denn das die Fähigkeit? Okay, das ist jetzt ein bisschen überraschend, weil mit dem Angriff habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Beziehungsweise mit dieser Fähigkeit. Diese Fähigkeit ist Finalschlag und diese Fähigkeit auch nochmal nur trifft Zeppeli, trifft Lon. Dann noch Skukangpu und Skangtank, soviel ich weiß. Also verwundert mich jetzt gerade schon ein bisschen. So. Wir bleiben jetzt mal drin. Auch wenn dieses Viech Flammenwurf kann, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Wir können jetzt entweder zweimal Donnerschock ansetzen oder einmal mit Metal Sound. Ich glaube, ich würde vorschlagen, wir gehen mit Donnerschock rein. Ja. So oder so. Dann hätte ich lieber auf den Volltreffer gehofft. Naja. Was soll's. So, der Lamp. Und jetzt kommt nur noch ein Pokémon und das wird jetzt gefährlich. Kerknia. Beziehungsweise Tuska. Das kann Nidenranke und dieser Angriff, der sitzt komischerweise echt gut. Scheiße.
Okay, das ist jetzt doch nicht so. Dann denke ich mal, soll der jetzt zwei Donnershots ausweichen gegen dieses Viech. Wer zuerst abkratzt, hat verloren. Okay, es kratzt, glaube ich, zuerst ab. Ja, es wird zuerst abkratzen. Zumal Team Rocket mit Leo ihren Pokémon Gott sei Dank nicht heilen. Und dann beenden wir es jetzt mit einer Donnershock-Attacke. Und wir haben es endlich geschafft, Halleluja, nach 10 Minuten. Gott, bin ich ein Loser. Ich gehe mich, glaube ich, schäme. Furchtbar. Okay. Way to go, Lucky J. Team Rocket has taken off. My back's better too. What? Was für einen komischen Zufall, ne? Dass seinem Rücken wieder besser geht. Hey, Lucky J, you handled yourself like a real hero. As I mentioned before, Team Rocket was disbanded by a boy called Red 3 years ago. And now that they have come back, I have a bad feeling about that. In any case, it would please me greatly to make you Pokeballs for you. Blah, blah, blah. Und dann kriegen wir den Turboball gleich in den Arsch gesteckt. Super. Dann machen wir mal einen grünen, ne? Interessiert mich jetzt auch wirklich. So. Ja gut, dann nehmen wir halt mal die Nummer von dem Kurt. So, der Lamm. Halt die Fresse, Pokégear. Ich will von dir heute nichts mehr hören. Mama, unsere Pokémon sind, glaube ich, normal schon geheilt. Nee, sind sie nicht. Ich glaube, in Pokémon Gold und Silber sind sie sogar danach geheilt worden, automatisch. Dankeschön, dass uns dies erspart wurde und ich wieder einen unnötigen Weg zum Pokesender machen musste. Dankeschön Nintendo, dankeschön Game Freak. Was wollte ich noch drüber reden? Jetzt ist uns entfallen. Egal. Wir gehen in die Arena von unserem Freund. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Ich will gegen den Trainer kämpfen. Also gehen wir in die Mitte. Und da muss ich Glibunkel auf jeden Fall noch einen Kampfangriff lernen, sonst sehe ich wirklich schwarz für uns beide. Er fing mit einem Madribi an. Oh, ist das süß. Dann machen wir es fertig mit einer Poison Sting. Schaden macht es uns fast gar keinen. Dafür vergiften wir das Vieh sogar, das ist sehr gut. Und jetzt setzen wir mit Fade Attack drauf. Ja, komm, wenn du. Also, Randy, wenn du jetzt gegen so ein Viech verlierst, dann schäm dich. Der einzige Angriff, der gefährlich werden könnte, ist Windstoß. Ja, scheiße. Aber selbst der macht uns fast überhaupt keinen Schaden. Und Kombi ist tot. Okay. Pineco ist, glaube ich, Tansa, ja. Und das machen wir auch mit der Poison Sting erstmal. Fertig. Und es ist auch vergiftet. Irgendwie haben wir gerade Glück mit den Vergiftungen. Und das spart uns jetzt auf jeden Fall enormstens Zeit. Warum kann das Viech eigentlich Käfer? Das ist, geht jetzt gerade in meinen Kopf. Konnte das in der normalen Version auch? Fick dich! Du hast genau gewusst, du hast keine Chance gegen mich. Dann musst du dich in die Luft sprengen, ey. Wie feige bist du. Ach komm. Ach, ist das lämmerhaft. Ach komm, hör auf. Igitt. Okay, das Vieh fand ich einerseits aber auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, Zirpaise, das hat mir vom Design her ziemlich gefallen. Das hatte so einen coolen, irrsinnigen, ernsthaften Bart. Also bitte. Aber es gibt einige XP. Oh, ich bin ja auch schockiert. Level 26. Vielleicht kriegen wir es auch noch hin, dass sich E-Zone entwickelt. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber schon allein, dass ich jetzt wieder ins Pokémon Center rennen muss. Wisst ihr was? Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Und es kann weitergehen, Leute. So. Gehen wir mal hier hin. Genau, da geht es auch weiter. Ich denke, gegen den kämpfen wir noch und dann machen wir jetzt schon hier wieder Schluss. Oh mein Gott. Ich habe ja wirklich nichts von diesem Spiel wegen diesem blöden Kämpfen. Oh, ich würde so gerne weiter spielen, aber ich habe schon mittlerweile sau viele Parts, die schon voraufgenommen sind. Das nervt ein bisschen. Poison Sting. Und es ist auch wieder vergiftet. Oh nein, Pilzspore. Das ist nicht euer Ernst. Also das kann ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. Paras werden Pilzspore mit Level 40 ungefähr. Zumal ist es ein hundertprozentiger Treffer. Dass es wirklich treffen kann. Also das ist... Der Angriff, der am Ziel zu hören ist,
neben Schlafpuder. Beziehungsweise, nee, Schlafpuder hat eine Genauigkeit von 70 und Pilzspore 100. Also komm schon. Das ist wie ein stinknormaler Angriff. Das regt mich richtig auf. Aber es verliert Gott sei Dank jede Runde etwas KP. Aber es fickt trotzdem mein Viech gerade weg wieder. Faint Attack, komm, mach's fertig. Was soll das? Mein Gott, ey. Was mache ich mit dir, Redly, wenn du schon so Probleme hast? Aber Level 18, das ist schon mal ein Anfang. Gut. Nimkada, das sollte aber wesentlich weniger Probleme schaffen. Faint Attack. Das war ein Crit, what the fuck. Spielt keine Rolle, Faint Attack trifft immer. Oh, er hat das einen riesen Vorteil im Stück. Blutsauger. Pfff, super, da hast du aber echt viel abgesaugt, ey. Und ich wollte schon Tschüss sagen. Okay. Offensichtlich noch nicht ganz, aber jetzt sagt das Viech Tschüss. Zu uns aber beeilen, zwei Pokémon sind noch drauf. Ledian. Oh oh. Seit wann kann das Viech Ice Punch? Also das ist lame, Leute, ganz ehrlich. Natürlich, Urschla kannst du natürlich auch noch. Fick dich, ganz ehrlich. Komm, mach die Fliege. Hey, komm, du kannst Tempo Heap, Ficker. Ey, nein, hör auf. Komm, hör mir nur auf. Klar, logisch, hau ab, Mann. Ich will hier keiner. Ah, ein Pion Scopa. Oh oh. Ja gut, dann kann ich schon mit dem Schlimmsten rechnen, wenn die schon mit dem... Oh nein, Akupressur. Scheiße. Es hat jetzt sein Fluchtwerk sehr drastisch erhöht. Aber gut, wir haben den Kampf gewonnen und man sieht sich dann im nächsten Part von Pokémon Storm Silver. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einigermaßen Spaß an diesem Part. Bis dann, vielleicht schaffen wir es auch noch in dieser Runde gegen... Da wollte ich gar nicht hin. Gegen die Zwillinge, genau. Bleibt weiter dran, Leute.